Servus, Grüezi und Hallo und recht herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS22 auf meinem Kanal. Ich bin der Baden-Farmer, heiße euch recht herzlich willkommen und wir sind hier auf der Map Neu-Mini-Brunnen. Zweite Folge hier in dieser neuen Staffel und wir sind mit unserem Drescher immer noch unterwegs und wir haben noch nicht mal das halbe Feld, vielleicht gerade mal ein Drittel. Und der sieht ja aber auch schon wieder aus hier, der Drescher. Naja, gut, müssen wir wohl noch ein bisschen was tun. Okay, so, was wollen wir heute tun? Ich habe ein bisschen Gedanken gemacht, weil wir brauchen ja auf jeden Fall auch Material. Hier im Shop gibt es einen schönen Lamborghini. Ja, nee, das ist alles ein bisschen, ich glaube, etwas verfrüht. Aber ich habe ja mal reingeguckt. Wie gesagt, uns fehlt hier zu dem Pöttinger im Prinzip das zweite Anbauteil. Und das wäre hier dieser, der A10 Crossflow. Und wenn ich richtig informiert bin, und bei dem Preis muss er das ja eigentlich bei 75.000. Aber wir gehen mal hier reingucken. Und wenn ich das richtig sehe, müsste er auf jeden Fall eine Schwartablage haben, weil das sind hinten Klappen und für den Preis muss der eigentlich eine Schwartablage haben. Okay, machen wir uns mal Gedanken, ob wir den Blick nochmal schauen. Ja, ob wir uns den mieten. Weil was haben wir im Fuhrpark? Wir haben einen Wender, einen Schwader, wir haben den Ladewagen. So, ihr entschuldigt bitte, ich musste mich gerade wieder mal räuspern. Einen Ladewagen. Was uns fehlt, ist eigentlich ja die Ballentechnik. Der Ballen, die Ballenpresse. Können wir uns das leisten bei 91.000? Alternativ habe ich mir Folgendes überlegt. So, wir gehen mal dazu wieder ein bisschen in die Luft. Ich persönlich bin ja ein Freund von diesem hessischen Fermentersilo. Und wenn wir hier dieses Silo hier wegnehmen, dann kriegen wir... Augenblick. 12.500 und ich glaube um die 15.000 kostet eben dieses Silo und ich bin echt nur überlegen, ob wir hier das dann wegnehmen, dann sparen wir uns nämlich auch ein bisschen die Ballentechnik. Ich habe jetzt gesehen, dass wir hier schon Material haben, jedenfalls für den Anfangsbestand, was eben auch Düngemittel angeht, Kalk und Saatgut und wir haben zumindest hier unsere ersten Ballen. Aber wir bräuchten dann halt eine Ballenpresse, wir haben einen Ladewagen und mit dem Ladewagen könnten wir eben das Ganze direkt ins Fermentersilo packen, zumal wir mit diesem Silo hier nebendran, es ist ja kein Multifrucht meines Wissens, da können wir eben das Material nicht unterbringen. Also würde ich hier das hier verkaufen, dann machen wir ein Fermentersilo hin und eine Einkaufsstation und dann sollten wir eigentlich auch schon gerüstet sein hier für diese Map und für dieses Projekt und das können wir uns eigentlich gönnen. Jetzt sehe ich da hinten. Ah, ja, ein Zug, ein Zug, ein Zug. Okay, sehr schön. So, er ist wieder fertig. Dann werden wir den wieder abtanken. Dazu setzen wir ein kleines bisschen zurück. So. Und gehen in den Steyr und geben ein bisschen Gas hier, um hier am Berg hochzukommen. Mensch, Mensch, Mensch. Zieh. Ja, und wie aus dem Nichts kommen wieder mal die Rehe. Okay. Mann, Mann, Mann. Also das ist das, was ich ja schon in der letzten Folge angedeutet habe. Ist natürlich so schön, wie auch eine Bergmap ist. So sehr müssen wir natürlich darauf achten, dass wir uns Maschinen und Zugmaschinen, Schlepper leisten, die eben auch entsprechend hier diese Steigungen bewältigen können. Ja. So. Dann setzen wir hier mal kurz zurück
und machen ein bisschen Platz. Das Rohr einfahren. Und weiter geht's mit dem Dreschen. So, da oben schon wieder springen die Rehe rum. Aber ich glaube, an der Stelle sollten die uns nicht stören. Wir könnten übrigens in der Zwischenzeit mal kurz antesten. Nehmen wir den oder nehmen wir den Waldra? Sind beides Waldra. Natürlich, das sind ja die Waldras. Der Steier ist ja unterwegs. Dann schauen wir mal, indem wir einfach mal die erste Ladung Stroh mitnehmen, ob dann das Silo es macht oder nicht macht. Ja. So, rückwärts ran. Und dann probieren wir einfach unser Glück. Probieren geht ja bekanntlich über Studieren. Dann werden wir es wissen und das wird uns auf jeden Fall bei der Entscheidung helfen, ob wir mit einem entsprechenden Fermentersilo arbeiten, weil da können wir nicht nur Heu und Gras reinwerfen, sondern eben auch Stroh zum Lagern. Wir könnten es dann auch umwandeln, weil das ist jetzt schon jede Menge Stroh, was wir hier haben. Und wir werden ja höchstwahrscheinlich nochmal Weizen und nochmal Gerste, je nachdem aussehen. Und ja, dann hätten wir auf jeden Fall genügend Stroh. Müssen wir mal sehen. Ja, der kleine Pöttinger. Auf dem Hof sind sehr, sehr viele Pöttinger-Geräte. Aber ist ja nichts dagegen einzuwenden, ne? So, 46. Dann setzen wir mal um und nehmen die nächste Bahn. Sehr schön. So, da oben ist wieder ein Ballon unterwegs. Auf der Map sind auch Flugzeuge unterwegs. Also hier ist einiges an Action geboten. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Auf jeden Fall eine schöne Abwechslung zur Neubartelshagen. Hier mit den Bergen, Alpenpanorama. Sehr, sehr schön. So, gehen wir hier in diese Spur und machen den Wagen voll. Und dann werden wir mal unser Glück probieren. So, ausschalten. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir hier unser Stroh nicht gekippt bekommen. Ja, das war zu befürchten. Das habe ich geahnt. Und somit ist eigentlich die Entscheidung gefallen. Die Würfel sind gefallen. Aber bevor wir hier noch eine Ehrenrunde drehen, können wir auf jeden Fall schon mal das Stroh, müsste jedenfalls hier vorne drin abzukippen sein, für die Kühe. Dann haben wir schon mal hier ein bisschen was getan. Läuft. Na, kriegen wir den Wagen ganz leer? Sehr schön. Gut, dann werden wir den jetzt erst nochmal zwischenparken, wo er dann nicht stört. Ja, unsere Hühner haben wir ja schon versorgt. Genau, die Hühner sind schon mal versorgt und Stroh haben wir auch bei den Kühen erstmal genug. So. Dann, ja, war fast klar. Wieder abtanken. Ist natürlich ein bisschen der Nachteil hier bei dem Drescher. Klar, der hat was? 4900 Liter. Wenn wir natürlich ein gutes Feld haben, dann ist es fast klar. Dann ist der ratzfatz voll. Zwei Bahnen gefahren. Kommt ein bisschen was zusammen. Der Steier ist schon sehr schwach auf der Brust, habe ich den Eindruck. 145, glaube ich. Müssen wir mal später reinschauen. Jetzt so auch als Hoftrecker. Ich tendiere da ja sehr, sehr stark eher zu einem Teleskoplader.
ist mir immer irgendwie lieber so als Hoffahrzeug mit Gabel und mit Schaufel und vor allem auch von der, vom Wendekreis. Oder halt, schauen wir mal kurz rein, der ist auch unter Kompakt. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Nicht der Valtra, nicht der Magus, der C-Tour auch nicht, der Lindner. Der finde ich auch sehr, sehr schön. Ob das jetzt der ist, weiß ich gar nicht. Oder ist es eine Nummer größer, der Lindtrack? Auf jeden Fall, der hat ja dann auch diese spezielle Lenkung, dass beide Achsen lenken. Und da kommt man natürlich auch wesentlich besser und einfacher auf dem Hof um die Kurven. Oder halt eben einen Teleskoplader. Gut. Ja, Wünsche, jede Menge Wünsche am Anfang. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen Geld machen müssen. Und dann sehen wir mal, wo die Reise hingeht. So, ist der soweit voll? 79, ich denke, den können wir wegbringen zum Silo. Der kommt sowieso kaum hier hoch. Während wir jetzt hier mal abkippen. Ja, schauen wir uns das mal an. So, wie wir das hier auf dem Hof etwas angenehmer gestalten. Also, das werden wir verkaufen. So. Und dann müsste es unter Produktion sein. Produktion. Da müsste es eigentlich schon drin sein, wenn ich richtig weiß. So. Nach den WGA-Bauelement. Da ist er doch. Oder? Hessischer Hofsilo. Fermentersilo. Sehr schön. So, dann machen wir hier diesen, damit wir das auch sauber hier hinkriegen. Und so. Und packen wir den eben hierher. Oder wir könnten den natürlich auch so hier herstellen. Das wäre natürlich auch eine Option. Das ist natürlich immer die Frage, was ist angenehmer zum Entladen und zum Beladen. Wenn wir hier so ranfahren, fände ich aber erstmal auch nicht so verkehrt. Würde eigentlich gut unten mit der Leitplanke und dem Mast passen. Ja. Wäre eine Option oder eventuell dann eben hier so angeschlossen und dann hätte man hier hinten eigentlich genügend Raum und auch anschließend mit dem Hänger hier rumzukommen und mit dem Trecker. Ja, ich denke, das machen wir lieber so. So passt es. So müsste es passen. Sehr schön. Jupp. Und so können wir auf jeden Fall dann unser Schnittgut hier einwerfen, Stroh, Gras und entweder weiterverarbeiten oder eben einfach nur lagern. So, jetzt wollte ich noch das andere, Verkaufsstation. Müssen wir mal schauen, wo die ist. Nee, das war nicht Verkaufsstation, sondern Container. So. Multifrucht. Yep. Auch das ist sehr hilfreich hier am Anfang beim Start einer neuen Map. Und das Teil, das können wir auf jeden Fall hier hinstellen. Da können wir dann auch entsprechend einkaufen. Benötigte Güter, wie halt eben auch Kalk, Dünger. Und wenn mal Not am Mann sein sollte, eben auch mal Getreide. So, eins noch raus. Da
Dann sieht es, glaube ich, etwas besser aus. Bingo, sehr schön. Damit kann man arbeiten. Und jetzt haben wir eigentlich alle nötigen Hofumbauten meines Erachtens durchgeführt. Und testen wir gleich, ob wir hier gut rumkommen. Und jetzt kann man hier auf jeden Fall entsprechendes Material abkippen. Und dann haben wir alles nämlich direkt am Hof und müssen da nicht groß rumfahren. Ups, ah, da hat die Hecke Kollision. Okay. Gut zu wissen. So, dann steigen wir wieder um. Und bringen den Drescher zum Trecker. Ja, ich denke nochmal zwei Bahnen und dann sind wir hier eigentlich auch schon fertig erstmal. Das andere Feld, wie gesagt, mit den Kartoffeln, was wir jetzt neu gekauft haben, da muss ich mir noch Gedanken machen. Da bin ich noch nicht so richtig schlüssig. Ob wir die Kartoffeln ernten sollen, wird mit Sicherheit einiges bringen. Und ob wir uns dafür die Maschinen leihen, damit wir das Feld abernten. Wie gesagt, da mache ich mir noch ein bisschen Gedanken zwischen den Folgen. Und ihr werdet die Ersten sein, die davon erfahren, von meiner Entscheidung. Keine Sorge. So, fahren wir da oben noch einmal das Vorwegegelände kurz rum. Und dann schicken wir ihn bergab. Und dann müsste theoretisch doch mit zwei Bahnen das Ganze erledigt sein. Na, wird knapp. Doch, müsste passen. Gut. So, in der Zwischenzeit werden wir nochmal hier mit dem Valtra Stroh einsammeln. Und dann gucken wir mal, ob das alles so passt, wie wir uns das vorgestellt haben. So, ich denke, der Ladewagen, muss man gerade mal gucken. Nee, der hat mit Sicherheit, nee, der hat auf jeden Fall keinen Tank für Siliermittel. Ja, müssen wir mal schauen, ob wir das Gerät aufrüsten oder ob wir uns einen anderen Ladewagen gönnen. Aber wie gesagt, das ist alles erstmal Wunschliste, Wunschkonzert. Wir müssen erstmal schauen, dass wir hier mit den 85.000, die wir jetzt noch haben, erstmal über die Runden kommen. Denn das Getreide können wir ja erst im Winter verkaufen. Wir sind im August. Wir müssen ja noch die Aussaat machen und Felder vorbereiten. Aber da haben wir ja zum Glück Material, einige Big Packs schon auf dem Hof. Und das hilft uns auf jeden Fall am Anfang. Na, stopp. So, ablassen, einschalten und los geht's. So, da unten wendet unser Drescher. Mal schauen, wie, ob er mit der letzten Bahn zurechtkommt. Ja, ich würde sagen, das passt. Ja, gut, da unten steht jetzt noch ein bisschen was übrig, wegen dem Vorgewende. Aber nun gut. Nein, das passt. Sehr schön. So, der Ladewagen ist schon wieder voll. So. Jep. Das klappt. Sehr schön. Das funktioniert. Hier können wir dann unser Heu, Stroh
und das Gras zwischenlagern. An der Stelle wollen wir es dann auch für die Folge heute wieder mal gut sein lassen. Ich bedanke mich wieder mal recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ich hoffe auch, ihr werdet mich noch weiter auf dieser Map hier begleiten. Da oben sehen wir das Flugzeug und den Ballon gerade starten von Giants. Also hier ist echt Betrieb. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal hier auf der Map Neu-Mini-Brunn. Ich bin euer Baden-Farmer, sagt Tschüss, Ciao, Cheerio.